wünsche ich euch. Wie geht's euch heute? So, habt ihr schon meinen hübschen Pullover gesehen oder habe ich euch den schon mal im Video gezeigt? Schaut ein bisschen dunkel aus. Mit Elch und Bommeln und Nikolaus. Finde ich sausüß. So weit erstmal vorab weg, dass ich euch das auch mal gezeigt habe. Und zwar in meinem heutigen Video, ich schaue aus, keine Ahnung, wie wenn ich da keine Haare hätte. In meinem heutigen Video geht es natürlich um Türchen Nummer 3. Also ich muss sagen, also bis jetzt war ja der Lippenstift und diese Nail-Dinger drin zum Aufkleben für die Nägel. Wie Tattoos so ähnlich. Wir sind jetzt zwar erst bei Türchen Nummer 3, aber bis jetzt fand ich das nicht so prickelnd. Naja, lassen wir uns überraschen. Wir haben ja erst angefangen und machen jetzt weiter mit. Der ist echt riesig, der füllt das ganze Bild aus. Meine Herren, Türchen Nummer 3. In diesem Sinne. Mal gucken, wo ist denn, das ist ja auch blöd gemacht, da steht Nummer 2 und hier steht Nummer 3, das ist gleich da drunter, ist auch ganz klein, dass es ihr zuerst seht, ich lasse mich überraschen, und was ist drin? Seht ihr es? Könnt ihr es sehen? Ich nicht. Okay, irgendwas habe ich jetzt kaputt gemacht. Haarspangen? Hä? Eine Haarspange oder was? Tatsächlich. Eine Haarspange. Okay, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich bin gerade ein bisschen baff, eine Haarspange, eine Mini-Haarspange. Alles klar. Okay, was will man hier? Der sieht zwar von der Verpackung echt hübsch aus, aber bis jetzt bin ich echt enttäuscht. Eine Mini-Haarspange. Okay. Na gut, wir haben ja noch weitere 21 Türchen vor uns. Lassen wir uns überraschen. Aber bis jetzt bin ich echt, es ist echt ein Flop. Muss ich ehrlich sagen. Bis jetzt war das Beste das erste und es war ein Lippenstift. Na gut, schauen wir mal, was morgen drin ist. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht stressen und bis bald.